viel gescholten ist, die einen schlechten Ruf hat, wo es sehr viele Vorurteile gibt. Spielerberater sind Abzocker. Das Klischee ist, wir sitzen da, warten, dass das Telefon klingelt, ein Verein ruft an, wir verhandeln den Vertrag und nehmen hinterher eine Million Provision und machen das ganze restliche Jahr eigentlich nichts mehr. Das ist totaler Quatsch. Wir investieren in die Zukunft der Jungs. Der Torhüter muss aus einem etwas härteren Holz geschnitzt sein. Die Komplexität seiner Position, Bedeutung innerhalb eines Teams von hinten die Mannschaft zu leiten, ich finde es faszinierend. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Geschäft. Viele Berater scheuen die Torhüter, weil sie einfach sehr viel schwieriger zu vermitteln sind, weil immer nur einer spielen kann. In meinem Fall hat es sich durch das Klientel ergeben. In meinem Fall waren so meine Urklienten immer Alex Bade und Robert Enke. Und Timo ist ein ganz spannender Fall, wo wir Bescheid wissen, was der eigentlich kann. Den zu begleiten und seinen Karriereweg zu korrigieren, ist eine Aufgabe, die mich reizt. Ich will jetzt nicht über die Spielerberater schimpfen oder andere Leute sagen, die haben Fehler gemacht, da können immer zwei dazu. Aber es sind einfach immer Dinge passiert, die, denke ich, so nicht passieren dürfen, ein Vertrauensverhältnis. Ich habe das irgendwie versucht, ohne Berater einen Wechsel zu machen, einen neuen Verein zu finden. Aber das hat nicht funktioniert, weil Berater mittlerweile auch Macht und wenn man irgendwo mal anders hinwechseln will, ich denke, es ist ohne fast gar nicht machbar. Bei dem Zusammentreffen mit mir, in dem Moment, wo man realisiert, das ist der Enke-Berater, merkt man schon manchmal so, dann so, huch, also erstmal so die Verbindung mit der Tragödie ist hergestellt und erstmal ist so ein bisschen, nicht ein Entsetzen, aber ein kurzer Moment des Erschreckens. Das ist tatsächlich so. Sieht nichts gesagt. Wir haben ja gerade schon gesprochen, die verlieren ihren Keeper. Deswegen müssen sie nachbessern und ich denke, der Markus. Seit 2009 haben wir 2,5 sehr schwierige Jahre hinter uns. Gar keine Frage. Natürlich 2009 das einschneidende Erlebnis, der Tod von Robert, der sehr, sehr schwierig war, sowohl wirtschaftlich als auch persönlich. In dem Jahr sind noch ein paar andere Dinge passiert und in der Folge. Wo man sich dann schon die Sinnfrage stellt, also wo wir auch wirklich Schwierigkeiten hatten. Wir haben uns insgesamt ein bisschen verkleinert, wir haben nicht mehr so opulent auch bürotechnisch aus dem Vollen geschöpft, haben reduziert, haben versucht, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Jetzt im April 2012 glaube ich, dass wir irgendwie so Licht am Ende des Tunnels sehen. Ich war heute im Kraftraum und wir haben ja auch so Glas überall. Und dann schaue ich runter und dann sehe ich nur, wie der Lars so. Ja, klar. Aber danach ist halt schlechter. Hast du gekauft? Nee, nee. Torwart ist in einem Mannschaftssport der einzige wirkliche Individualist und so das letzte Bollwerk, der letzte Mann. Stefan bringt unglaublich viel mit. Eins gegen eins Situation, Füße, Spieleinleitung, Reflexe. Und jetzt gleich die große Chance für Lechleiter. Gibt's nicht. Arminenkeeper Ortega verhindert erneut den Ausgleich. Kann noch ein bisschen in der Strafraumbeherrschung, gibt es noch Steigerungsmöglichkeiten. Es ändert nichts daran, dass ich von Stefan als Torhüter überzeugt bin. Der ist 19 Jahre alt, das muss man immer sehen, der ist 19 Jahre alt. Freistoß Darmstadt, auch Sache von Wölk. Stegmann und wieder zeigt Ortega, was er kann. Stefan Ortega, 19 Jahre erst alt, ein Mann mit Zukunft.
Stefan ist ein erstklassiger Torhüter. Und Schiedsrichter Ratay pfiff Strafstoß. Die Wiederholung, harte Entscheidung. Riemer dazwischen in den Schussversuch von Islamoglu. Die Entscheidung stand. Elfmeter. Stegmann gegen Ortega. Und der Bielefelder Keeper hält. Moin, Herr Dix. Wir sind ein bisschen später. Es war durch Münster. War spannend, was hier passiert. Warte mal, das ist ja dann über die Weser, der Mitarbeiter. Wir sind zu weit, Herr Dix. Moin, Henning. Hi. Hallo. Kommen Sie schon durch? Nee. Sollen wir Schuhe ausziehen? Nein. Dankeschön. Schon trainiert? Am Morgen schon Kraftraum. Kraftraum? Das geht ja. Da bist du also schon eine ganze Weile wahrscheinlich hier. Ja, eine Stunde jetzt hier gewesen. Okay. Wie ist für dich die Saison gelaufen bei den A-Junioren? Erste Jahr? Das war natürlich am Anfang schwer reinzufinden. Ne? Ist was komplett anderes als damals in der B-Jugend gewesen. Da habe ich ja auch den Sprung dann damals von C in die B-Junioren-Bundesliga als Juniorgang gehabt. Und da musste ich mich dann auch am Anfang reinkämpfen in die Mannschaft und dann wurde es auch zum zweiten Halbjahr mit mehr Einsätzen immer belohnt dann. Da haben wir auch schon gehört, dass du da so im Laufe der Saison tatsächlich zugelegt hast, was auch notwendig war. Ne? Also wenn wir über einen Jungen wie dich sprechen, du bist jetzt nicht irgendwie so einer, der ganz ordentlich spielt, sondern du bringst eben schon eine Menge mit. Du hast erstmal in unserer Wahrnehmung kein Limit nach oben. Du kannst noch alles schaffen, komplett, bis ganz oben. Wir glauben, dass du das kannst, weil du die physischen Fähigkeiten hast, also weil du sehr viel mitbringst, um das zu schaffen. Ja. Wir sehen allerdings auch, dass du jetzt am Anfang der Hinrunde, glaube ich, noch ein bisschen mehr hättest rausholen können aus deiner Maschine. Das ist so ein bisschen das gewesen, was uns auch bestätigt wurde von anderer Seite. Das war so ein bisschen sehr lässig am Anfang. Wobei ich ja sogar glaube, er hatte 2-3 Kilo zu viel. So eine Lethargie, wo ich so reingefallen bin, ich gebe es ja selber zu. Ne? Gut. Das sind ja jetzt so die Sachen, um die es zukünftig geht. Das ist ja das, was ich oder wir jetzt auch erkannt haben. Und das erkennen aber nicht alle Fehler. Ja, doch, aber das erkenne ich in den letzten Wochen, Monaten so, dass ich mir einfach sage, jetzt braucht irgendwann muss mal ein Tipp auch kommen, der allein über dieses Vatergefühl hinausgeht. Ich komme da nicht weiter. Als Vater wird man ab einem bestimmten Punkt einfach nicht mehr wirklich so ernst genommen, habe ich den Eindruck. Also wir sind jetzt nicht unbedingt Berater, die dir täglich dein Löffelchen Zucker geben. Du wirst umgeben sein jetzt, vielleicht bist du schon, in Zukunft auf jeden Fall von Leuten, die sagen, Henning, super, du hast überragend gespielt, ganz großartig, ja. Du bist ja eigentlich verschenkt hier in Münster. Die wird es immer geben und da musst du einfach für dich natürlich irgendwo sehen, was ist richtig, ja. Das sind ganz einfache Sachen. Das wird ja auch später, also wenn du Jungprofi werden solltest irgendwo in einem Team, ne? Dann bist du der, der den Wasserkasten trägt. Ja, früher war es noch viel schlimmer, aber heutzutage sollte man das eben annehmen, so wie es ist. Also wir werden für unsere Dienstleistungen bezahlt vom Verein. Wir kriegen prozentual, werden wir bezahlt von dem, was du verdienst. Das heißt, je besser dein Vertrag ist, das ist natürlich unser Interesse, desto besser werden wir auch bezahlt. So, und das ist so diese Prozentbasis, die sich irgendwo zwischen 7-12% im Grunde orientiert von dem, was der Spieler verdient. Wenn du das akzeptierst und wenn du bereit bist, dich unterzuordnen, dann hast du, wie gesagt, alle Möglichkeiten. Und deshalb möchten wir gerne mit dir zusammenarbeiten. Vielen Dank. Ja.
Ja, also für mich persönlich, habe in der Hinrunde viele Spiele bei den Amateuren gemacht und Trainer wolle, dass ich da immer Spielpraxis sammle. Und jetzt bin ich halt nach der Winterpause auf die Bank vorgerückt, als Nummer 2. Und ja, klar würde ich gerne auch Bundesliga spielen, aber solange es halt auch so gut läuft beim Lars und auch in der Mannschaft funktioniert, ist es halt schwierig, weil einen Torwart wechselt man nicht einfach mal so aus. Und deswegen bin ich schon froh, jetzt eigentlich auf der Bank zu sein, aber natürlich bin ich mir schon mehr erhoffen. Ja, es kommt ja darauf an, wie die Alternativen auch im Sommer sind eventuell. Aber mein Schalke ist einer der größten Clubs in Deutschland. Und da bin ich aus der Situation, aus der ich jetzt erstmal gekommen bin, aus der Arbeitslosigkeit, froh, auch hier zu sein. Ich habe jetzt auch schon ein paar Vertragsverlängerungen und ein paar Wechsel gemacht. Und der ein oder andere war auch nicht so einfach. Und es hat sich immer lange hinausgezögert. Und ich hoffe, dass das jetzt im Sommer eigentlich nicht so ist. Und deswegen habe ich eigentlich keine große Lust drauf, bis April, Mai zu warten und wieder so ein Pokerspiel zu starten. Und deswegen ist mir eigentlich Gewissheit und ja, dass ich weiß, wo ich bin, nächsten paar Jahre, sei mir schon lieber. Willst du auch einen? Ja. Gerne. Dann mach ich halt noch einen. Ich bin jemand,